Ja, hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2 Dark Moon, Part Nummer 53. Ja, im letzten Part haben wir ja alle Gems noch gefunden, plus den Buhu. Ging doch dann ja am Ende doch relativ schnell, mal abgesehen davon, dass ich natürlich selbst durch die Villa gelaufen bin und gesucht habe. Und heute sieht es wohl danach aus, dass wir ja, dass wir wohl das Spiel beenden werden vielleicht. Aber erstmal lesen hier, gell? Gleisgepolter. König Buhu versteckt sich in der Zugfahrtausstellung. Du musst ihn überrumpeln und deinen Bruder retten, Luigi. Dann machen wir das doch einfach mal. Was war das denn jetzt? Voll die komische Animation eben. Oha, hallo Luigi. Es war nicht die einfachste Aufgabe, doch sie ist vollbracht. Ich konnte den Voxelporter auf die Minikamera in der Zugfahrtausstellung ausrichten. Und das monströse Signal Signal hat kein bisschen abgenommen. Es muss König Buhu sein. Das Signal bewegte sich nicht vom Fleck. Er muss dort irgendwas Infamous. Infamous? Okay. Infamous im Schilde führen. Infamous heißt, glaube ich, erstaunlich, oder? So wie ich weiß. Es ist also der perfekte Moment für einen Überraschungsangriff. Warum man dann halt hier ein englisches Wort genommen hat, wundert mich so ein bisschen, aber okay. Wenn wir ihn überrumpeln, sparen wir uns sicher allerlei Scherereien. Und dank der Minikamera bist du in der idealen Position dafür. Alles klar, mein Lieber, jetzt kommt's drauf an. Ich schicke dich rein, du holst Mario raus und bringst König Buhu gleich mit. So eine Chance bekommt man nur einmal. Alles Gute, Luigi. Ja, dann mal los. Ich bin vor allem dann auch auf den Bosskampf generell gespannt, wie er aufgebaut ist. Ich meine, den Boss kennen ist eine Sache, aber gerade bei so einem Spiel ist natürlich auch die Frage, wie man gegen ihn kämpft, gell? Guck mal einfach mal. Ja, jetzt sind wir dann in diesem Miniaturding drin, gell? Okay. Okay, Zugfahrtausstellung, Fragezeichen, keine Kamera, keine Karte. Jetzt ist die Frage, fängt hier eigentlich gleich der Kampf an oder sind wir jetzt einfach nur so erstmal unterwegs? Weil irgendwo müssen wir ja hin, oder? So, muss vielleicht in den Scheinwerfer laufen? Nee. Und irgendwie hört man hier Zuggeräusche, obwohl gar nichts ist, gell? Übersehe ich gerade was? Warte mal. Vielleicht die Luftballons nehmen oder so? Kann ich irgendwas machen? Nö. Aber ist hier irgendwas unsichtbar? Kann ja sein. Wir waren ja ein Haufen Buhus vorher, dass sie vielleicht irgendwas unsichtbar gemacht haben. Das kann ich mir vorstellen. Dass wir vielleicht, bevor es zum Bosskampf geht, erstmal irgendwas suchen müssen. Zumindest scheint es hier. Ah, okay, doch. Konnte ich das eben übersehen? Da habe ich doch eben noch hingeleuchtet. Aber gut. Dann wissen wir zumindest, was hier das Problem ist. Alles klar. Ein Spielzeugzug. Mit eckigen Reifen, okay. Oder eher gesagt Schienen. Ja, Luigi, ich bin auch gerade so leicht überfragt. Hey, du, Buhu. Oh, das ging von alleine weg. Oh. Oder ich sag aber nicht, wir kämpfen zuerst gegen. Es kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht erstmal gegen Bing. Nein, ich bin nicht der König und gleich lernst du meine Gewichte bei sich hängen. Ich drück gerade, ja, das geht viel zu schnell, das kann man ganz schnell lesen. Okay, verstehe. Oh, ja toll, erstmal instant. Wir sollten vielleicht erstmal ausweichen, gell? Na gut, das interessiert ihn gar nicht, dass ich ihn anleuchte. Okay, ich kann mir vielleicht vorstellen, was wir machen müssen. Dadurch, dass der Zug hier ja durch die Gegend fährt, dass er vielleicht ihn berühren muss dadurch. Kann es sein, dass wir ihn da hinlocken müssen. Sieht auf jeden Fall schön aus, wie er da durch den Boden läuft und dabei. Ja. Okay, alles klar, verstehe. Kann ich nicht bewegen. Uiuiui. Ah, okay, verstehe. Wir müssen. Okay, verstehe. Wir müssen die wieder einfangen. Aber dafür müssen wir. Oh, Achtung, da ist noch einer. Ach, die sind alle noch da. Okay, wir müssen die sozusagen. Ja, okay, verstehe.
Also im Prinzip so ein bisschen wie der Kampf von Luigi's Mansion, als wir gegen Bolusus, heißt er ja, gekämpft haben. Nur, dass wir ihn halt hier dadurch zum Platzen bringen müssen, dass er halt, ja, indem er halt den Zug berührt. Wobei wir das nicht unbedingt direkt beeinflussen können. Wir müssen natürlich so ein bisschen warten, dass er vielleicht in die bessere Richtung geht. Und ich lasse mich nur die ganze Zeit unnötig treffen, gell. Ich renne einfach im Kreis, bis halt was passiert, gell, würde ich mal sagen. Weil durch das Zurückkommen kann er ja auch getroffen werden. Na komm. Ah ne, er fliegt drüber. Na, stampfen, okay. Okay, man kann zumindest an der Animation sehen, was er machen will. Ach, man kann sogar... Ah, okay. Nachdem er gestampft hat, kann man ihn sogar selber greifen. Interessanterweise, okay. Na komm, lass dich treffen. Ne, da ist er wieder am Zug vorbei. Also solange er halt nicht unbedingt gleich von der Spitze getroffen wird, ist der Zug ihm vollkommen egal. Oder stößt gleich an den Zug. Kann natürlich auch gehen, okay. Na, das war natürlich das Saudumm von mir. Anstatt ich A drücke, lasse ich einfach los, gell. Ja, man merkt aber auch bestimmt wieder, dass ich wieder viel zu viel unnötig nachdenke. Aber jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Also er muss entweder gegen den Zug stoßen oder er muss von der Spitze getroffen werden. Stoßen heißt, dass ich ihn wegschieße und wenn er von der Spitze getroffen wird, dann, ja, dann teilt er sich. Dann komm mal her. Jetzt aber A drücken hier dabei. Kann ich vielleicht auch gegen den Zug schießen? Oder ich muss ihn so gegen den Zug kriegen, kann ich auch sein, okay, alles klar. Na. Oh, da habe ich jetzt zu lang gebraucht, okay, alles klar. Na ihr? Das Dumme ist halt, ihn gleichzeitig anzuschießen und dabei ja auch noch in die Richtung vom Zug zu lenken, gell? Ja, okay. Okay, das wird ein bisschen länger dauern, weil ich mir gerade der Damage anstelle. Aber gut. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Dann fahren wir gegen den Zug und nicht gegen mich. Da hat er mich getroffen. Einmal stampfen, zweimal stampfen und dreimal stampfen, okay. Und dann kann ich jetzt so wieder gegen den Zug schießen. Wird doch sogar ein Pfeil angezeigt, okay. Habe ich schon wieder losgelassen. Oh, was ist denn los? Ich denke halt irgendwie die ganze Zeit nur daran, dass ich vielleicht ihn halt durchs Loslassen direkt abschieße, aber ich darf nicht das Saugen loslassen, sondern ich muss den A-Knopf drücken. Na komm, dann stoß mal dagegen. So, jetzt aber richtig. Meine Güte. Ne, ich muss ihn schon gegen die Spitze schießen. Okay, alles klar. Einmal stampfen, zweimal stampfen und dreimal stampfen. Ja, okay. Aber trotzdem interessanter Kampf, muss ich sagen. Also, gerade weil man hier... Na, wieso habe ich nicht getroffen? Weil das... Vermutlich, weil ich zu wenig gezogen habe, gell? Na. Na, das wird ein bisschen dauern. Auf jeden Fall. Weil, ja, das. Ich bin gerade so leicht überfordert. Einfach aus dem Grund, weil, ja, was beim ersten Buhu noch irgendwie geklappt hat, klappt jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich. Ah, Mist. Und ich sollte mir vielleicht mich beim nächsten Mal auch darauf konzentrieren, dass ich auch die Herzen einsammle, die getroppt werden, weil sonst wird es nichts hier. Ich konzentriere mich gerade überhaupt nicht, absolut nicht. Jedes Mal lasse ich saugen los danach. Na komm. Och, das hat aber nicht gezählt. Na gut. Na gut. Naja, das wird wohl das erste Mal sein, dass ich drauf gehe, weil ich mich so dumm wie bis zum geht nicht mehr anstelle, gell? Na komm. So, jetzt aber. Okay, einmal. Ah, okay, ich muss sie gar nicht komplett auf. Ja, okay, alles klar. Na
komm. Ich muss sie nur einmal, ja. Ich muss sie nicht komplett aufziehen. Na. Okay, okay, verstehe. Gut, ich habe mir es mal abgesehen von meiner Dämlichkeit, habe es mir auch ein bisschen schwieriger gemacht. Dass ich halt jetzt davon ausging, dass ich immer mit Maximum dran ziehen muss. So, hier muss ich ja auch nicht mit Maximum dran ziehen. Hier reicht es ja, dass ich einfach nur in die Richtung schieße. So, jetzt aber. Jetzt konzentrieren wir uns hier mal ein bisschen. Gleichzeitig hier noch ein bisschen Leben einsammeln. So, wieder einer weg. Na, kommt. Ich soll natürlich auch gucken, dass ich zwischendurch auch mal aufpasse. Dass wenn ich sich hier aufladen, ja, dass sie mich dann dabei nicht treffen, gell? Ja, sagte er und lässt sich trotzdem vor allem noch treffen. Ja gut, das wird dann wohl der ganze Part wird wohl dieser Kampf hier sein, weil ich mich einfach anstelle wie der letzte Depp. So. Alles klar. Eben wieder einsammeln. Wieder getroffen, okay. Mist. Das Schwierige wird es halt wohl am Ende dann sein, dass ich halt jetzt, dadurch, dass es auch immer, es werden zwar immer weniger Buhus, aber es werden auch immer weniger Ziele, die ich treffen kann, und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob dann nach dem Kampf hier direkt mit King Buhu weitergeht, oder ob man dann natürlich erst einmal, ja, das Level geschafft hat in dem Sinne. Ein bisschen zu früh geschossen. Na, kommst du her? Uiui. So langsam geht's ja. Man muss sich halt immer an so einen Kampf gewöhnen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass der Kampf so ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller ist als die anderen. Einfach aus dem Grund, weil, ja, man möchte natürlich auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Anspruch haben, sage ich mal. So, na komm. Wieder einer weg. Wobei man, glaube ich, gar nicht so wirklich zielen muss, gell? Na. Na, nicht getroffen, okay. Okay, es sind, glaube ich, noch 3 Stück insgesamt, oder? Ich habe jetzt gar nicht genau auf die Ziele geachtet vom Zug. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, da drauf zu achten. Na, was machst du? Komm, stößt gegen den Zug. Alles klar. Und die Zunge lang ziehen. Einfach nur was können. So. Okay. Hier sind sogar nur 2, gell? Okay. Na, Mist. Wobei natürlich echt die Frage ist, na, ob man... Hab euch nicht. Ob die Frage ist, ob man halt auch wirklich, also was das Ziel halt generell angeht. Na, kommst du her. Weil im Endeffekt ist der Kampf, glaube ich, doch nicht so schwer wie gedacht, sondern einfach nur die Gewohnheit, die fehlt. Ja, zu früh, okay. Man sollte natürlich auch nicht unmutig werden. Wo man eigentlich gerade auch sagen müsste, gerade bei nur 2 Buhus, da müsste man ja eigentlich sagen können. Na, so hier macht es am meisten Sinn. Okay. Dass man die eigentlich auch jetzt schon locker bekommen müsste, ja. So, zielen. Ich habe nicht losgelassen diesmal. Ich glaube, wenn man zu lang dran zieht, dann wird es auch nichts, ja. Na, Achtung. Ja. Das Zeitfenster ist halt immer sehr kurz. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich mich damals bei Bulusus bei Luigi's Mansion angestellt habe. Was gerade bei den letzten immer so eine halbe Ewigkeit gedauert hat, weil man sie halt so schwierig gekriegt hat. Und obwohl das hier weniger sind, na Mist, ist es halt am Ende dann doch ein bisschen schwieriger zu zielen. Na komm. Na, wäre schön gewesen, wenn er gleich gegen die Spitze gestoßen wäre. Na, nicht ganz. Dass man aber auch so nichts machen kann, gell? Aber zumindest sich die Augen zu, okay. Na, komm her.
So, jetzt aber. Na, irgendwie so ziehen. Ja, alles klar. Okay, einen haben wir. Und den letzten jetzt noch. Na, Mist, nicht ganz getroffen. Okay, aber wenn es nur noch einer ist, dann ist er kein. Ist er nicht mal big, ja? Dann bleibt er doch so klein jetzt. Alles klar, geht doch. Das hat jetzt wirklich fast den ganzen Part gedauert hier. So, nun. Ja. Professor, ich habe eine halbe Ewigkeit gekämpft hier. Luigi, eins steht fest, das war nicht König Buhu. Frechheit, dabei wollten wir ihm doch nur ganz friedlich einen Hinterhalt stellen. Ach so, verstehe jetzt. Das dadurch, dass die Buhus so viele waren, hat man halt gedacht, dass es King Buhu wäre. Okay, macht Sinn. Aber zum Glück bist du unversehrt. Fein gemacht, mein Lieber. Keine Spur von Mario, wie? Nicht verzagen, wir finden ihn schon. Ein Augenblick nur, ich versuche dich dort rauszuholen. Ja, je nachdem, ob der Kampf jetzt weitergeht oder nicht. Na? Hup, hup. Dass aber Luigi mal irgendwie so, ja, Lust zum Tanzen hat, gell? So ein bisschen. Okay, also gibt es jetzt dann noch eine Mission? Okay. Viel zu lange gebraucht. Viel zu lange gebraucht für den Kampf eigentlich. Und 100 Millionen Mal getroffen worden. Das ist ja fast ein Münzenrekord, was da abgeht. Ja, ja. Das war wirklich schlecht. Aber gut. Dann macht es natürlich jetzt auch Sinn, dass wenn wir jetzt hier sozusagen die ganzen Buhus gefangen haben, dass dann jetzt wir vielleicht dann das Bonus-Level dann durch mit freischalten. Kann natürlich auch sein. Okay. Dann könnte ich ja vielleicht das Bonus-Ding zuerst machen und dann Buhu. Das macht dann vielleicht auch von der Reihenfolge mehr Sinn, denke ich mal. Na? Immerhin mal viele Buhus. Ist ja so eine eigene Sache, gell? Luigi, alles in Ordnung mit dir? Ja, so ein bisschen. Vor allem, wenn dann jetzt jeder einzelne Buhu da auch noch mitzählt, dann müsste es ja noch mal mehr sein, gell? Gar nichts eingesammelt, gell? Zählt das jetzt überhaupt als Buhu oder... Oder nicht? Doch, eigentlich schon, gell? Skandalös! König Buhu hat uns hinters Licht geführt. Ich hätte es besser wissen müssen. Sicher war die 3D-Aufnahme bloß inszeniert, um dich herbeizulocken. Dies bestätigt meine Theorie, Luigi. Buhus machen Ärger. Viele Buhus machen viel Ärger. Aber dank deines Mutes ist dieser Spuk fürs Erste vorüber. Ganz schön schlau von dir, die ganzen Buhus in den Modellzug einzusperren, mein Lieber. So konnte ich sie allesamt in einen Schwung direkt in den Git-Speicher verfrachten. Ach so, okay. Schon erklärt. Die haben schön blöd aus der Wäsche geschaut. Hihi. Aber König Buhu ist noch immer auf freiem Fuß und er wird sich sicher nicht ergeben. Nicht einfach so. Ich frage mich ja, wie ihm die Flucht aus jedem Gemälde gelungen ist. Ja, ich hätte es wohl nicht auf den Flohmarkt... Oh Mann, ich wollte jetzt gerade noch was dazu sagen, warum oder wie, Theorie, ich hätte es noch Flora verkaufen sollen. Ja, du Witzbold, du, gell. Aber Schnickschnack, jemand hilft jetzt auch nicht mehr. Mach ruhig ein Päuschen, Luigi, aber nicht zu lange. Dein Bruder wartet auf dich. Okay. Okay, das zählt nicht als Boss, sondern einfach als nächstes Level, okay. Ach, okay. Ah, warte mal. Dann hat uns das Game hier getrollt. Ja. Man denkt hier, gut, es gibt nur noch immer drei Level und Co. Und jetzt hat man hier ja doch mehr Level. Auch weil man die ganzen Gems vorher eingesammelt hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch der Bosskampf ist. Auch wenn das Ganze jetzt als Nicht-Bosskampf aussieht. Kann natürlich auch sein. Aber ja, freut mich trotzdem. Dann hoffe ich, hat der Papp wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Luigi's Mansion 2 Dark Moon sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.